Besondere an unserer Ausbildung ist, dass unsere Auszubildenden von Anfang an nicht sinnlos an Eisenstücken fallen, sondern in Projekten eingesetzt werden, direkt an den Fahrzeugen ausgebildet werden und dann gezielt auf ihren späteren Einsatz vorbereitet werden. Also von der Karosseriemontage, die elektrischen Komponenten ins Fahrzeug einzubauen, übrigens ganz am Anfang der Azubi-Zeit schon. Einfach mal die Produktion zu sehen und mitzuarbeiten, aber auch das ist nur der Anfang. Es geht weiter in Entwicklungsabteilungen, wo man unter Umständen auch am Entwicklungsprozess teilnehmen kann. Diese Dinge ziehen sich durch die gesamte Ausbildung. Man sieht sehr viel und kommt sehr viel rum. Auszubildende bei Porsche sind auch unter den Kollegen und auch unter den älteren Kollegen sehr respektiert. Die Ausbildung macht viele Projekte auch mit anderen Abteilungen zusammen, mit erfahrenen Kollegen zusammen, gerade im Sonderautomobilbau, bei Schnittmodellen zum Beispiel. Und deshalb, denke ich, genießen die Auszubildenden bei uns ein hohes Ansehen. Ich durfte bei dem Projekt Schnittmodell PDK-Getriebe Panamera mithelfen, Teile besorgen, Schnitte auswählen, wo man schneidet. Wie man es lackiert, wie man die Teile beschichtet, einfach das, dass man da mitentscheiden darf, das ist einfach auch eine tolle Erfahrung, wenn man das von Anfang an bis zum Ende miterlebt und begleiten darf. Das ist einfach das Gefühl, dass man, okay, man traut es mir zu, das ist einfach schön. Unabhängig von Porsche, denke ich, ist Stuttgart auf jeden Fall eine Stadt, in der man sich sehr schnell sehr wohl fühlt. Dann mit der Firma Porsche in der Hinterhand, beziehungsweise als Grundlage Freundschaften zu finden und so weiter, kann ich das nur empfehlen. Ich weiß es von Kollegen, die genau das durchlebt haben. Machen. Wir haben einen Azubi-Kollegen, der kommt aus Leipzig. Aber eigentlich diese Entfernungen, die machen bei uns gar keinen Unterschied. Also man wird sofort mit integriert. Also es macht nichts, wenn man dann zum Beispiel, wie gesagt, aus Leipzig kommt oder aus Bayern oder sonst irgendwoher. Das ist bei uns eigentlich gar kein Problem. Da achten wir gar nicht drauf. Hauptsache, man versteht sich gut untereinander. Für mich sind es vielmehr die Kleinigkeiten, die von Anfang an dazu beitragen haben, dass man sich einfach spontan wohlfühlt in der Firma. Es werden beispielsweise Getränke bereitgestellt, einfach so. Man bekommt gutes Werkzeug ausgehändigt von Anfang an, das drumherum passt, die Ausstattung passt. All das trägt dazu bei, dass man sich vom ersten Tag an wohlfühlt. Was will man mehr? Also es lohnt sich auf jeden Fall bei Porsche anzufangen, weil man einfach Schulungen bekommt, die vielleicht woanders nicht so zustande kommen. Das Klima ist super, man knüpft Kontakte, die einfach auch im Alltag weiterhelfen, in der Freizeit. Ja. Man bekommt Wissen vermittelt, das kriegt man vielleicht sonst nirgendwo vermittelt wie bei Porsche.